Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde, hier aus Hottenbach im Landkreis Birkenfeld. Ich starte hier in Hottenbach auf eine Radrunde, ca. 45 Kilometer, 800 Höhenmeter soll sie sein. Die habe ich gefunden in Komoot, dort hat sie jemand abgespeichert. Und ich versuche heute mal diese Runde, die mich unter anderem nach Raunen führt. Und wie schon erwähnt, das ist keine offizielle Radrunde, sondern eine Runde, die sich jemand ausgedacht hat. Vermutlich jemand, der hier ortskundig ist. Hoffentlich hat er schöne Wege ausgesucht. Ich schaue mal, wie die Streckenführung verläuft. Es geht zunächst auf dieser Kreisstraße K21 Richtung Stipshausen, Region Idarwald. Wir kommen jetzt nach Stipshausen. Jetzt geradeaus auf Hauptstraße L162. Auf dem Weg nach Krummenau. Auch hier, wie so oft, kreuzt eine Traumschleife, die Via Molarum, hier in der Nähe von Krummenau. Die Kaisereiche hier in der Nähe von Krummenau an der Traumschleife Via Molarum seit 1620. Streh mich zum Baum. Ja, die Kaisereiche, die Krummenauer Kaisereiche, hier ein imposanter Baum hier im Hunsrück. 25 Meter hoch und weit über 400 Jahre alt. Für mich geht's weiter nach Krummenau, nächster Ort. Hier auf meiner Radrunde, auf der Komoot-Radrunde. In Niederweiler, hier im Hunsrück. Es geht nach Büchenbeuren. Nächster Ort. Folge dem Weg
1,4 Kilometer. Auf Wiedersehen, Niederweiler im Hunsrück. Heute ist Mittwoch, der 11. Oktober, ein wunderschöner sommerlicher Herbsttag. Temperaturen ja weit über 20 Grad. Hier ein Drehort der Heimattrilogie, die Luzi-Villa hier in Büchenbeuren. Wir erreichen jetzt Soren hier im Rhein-Hunsrück-Kreis. Hier unmittelbar auch im Einzugsgebiet des Flughafen Hahn. Ich bin jetzt in Soren. In 100 Metern geradeaus auf deutsch-amerikanische Straße. Ihr habt's gehört. Nächster Ort, Niedersoren. Mein nächstes Ziel ist Dill. Dort mache ich meine Pause an der Diller Burg. Das ist mein Plan heute. Noch 2 Kilometer. Ich habe jetzt Dill erreicht und fahre jetzt hoch zur Diller Burg. Zur Burg Dill oder Dillerburg, wie immer sie heißt. Ich war schon mal hier an der Diller Burg, Ende März, auf der Traumschleife Diller Burgpfad hier. Pause hier an der Diller Burg habe ich jetzt beendet. 13.30 Uhr, 25 Kilometer bin ich bisher gefahren. Das
das entspricht in etwa der Hälfte, der Strecke. Zur Geschichte dieser Kirche, vom Mittelalter bis zur Neuzeit, gibt es einiges zu berichten. Zu den Anfängen um das Jahr 1200. Der Ursprung der heutigen Kirche lag bereits auf der Oberburg im Palas, auch genannt das Herrenhaus. Dort gab es bereits sehr früh eine Andachtsnische. 1329, während der Schmidtburger Fehde, wurde Burg Dill durch den Trierer Erzbischof, Kurfürst und Landesherrn Balduin belagert, erobert und teilweise zerstört. 1338 gab das Erzbistum Trier den Sponheimern die Burg Dill als Lehen zurück. Ich verlasse jetzt Dill Richtung Sorschied, 2 Kilometer. In Sorschied. Ein Kilometer jetzt nach Schwerbach. Mit einigen Steigungen. Jetzt in Schwerbach. Das letzte Hinweisschild war jetzt Richtung Oberkirn. Auch auf der Runde geht es wie zuletzt hauptsächlich auf Land- und Kreisstraßen, auf wenig befahrenen Kreisstraßen.
Nächster Ort dann Hausen, hier nach Oberkern. Jetzt in Hausen angekommen. Drive the same roads every day. We both get there our own way. Thistle and an apple tree. How different two souls can be. But we both grow from the same sorrow. Der nächste Ort wäre dann Raunen, hier im Hunsrück. Noch 3 Kilometer. Und das alte Rathaus hier hinter mir in Raunen, auch ein Drehort aus der Heimat-Trilogie, ist gerade eingerüstet. It's almost like a dance, rendering of stubbornness. Der Bachspauzer von Raunen. The longer I'm away from you. Auf Kirchstraße, L180, danach in 50 Metern geradeaus auf hinter der Kirche. Jetzt Richtung Sulzbach. Hier bei der großen Bank in der Nähe von Sulzbach im Hunsrück kreuzt noch eine Traumschleife, der Stummorgelweg. Du bist zurück auf der Tour, die Navigation wird fortgesetzt. Geht jetzt nach Sulzbach im Hunsrück. Ich verlasse jetzt Sulzbach und nächster Ort ist dann Hottenbach, der Startpunkt meiner Tour heute Morgen. Kilometer auf meiner Runde hier. Ich war heute unterwegs im Hunsrück,
hier von Hottenbach auf einer Runde, die nennt sich Burg Dill, große Bankrunde von Niedersohren. Für mich waren es 46 Kilometer, 850 Höhenmeter und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.